Sie haben drei Prominente. Helfen Sie mir, Albert Einstein, Max Weber und Walter Kempowskis Walter Familie Kempowski, ja. geschildert bzw. analysiert, aber auch zwei, ich sag mal, anonyme Familien, umgangssprachlich würde man sagen, kaputt. Also sie sind sehr belastet durch Außeneinflüsse, Ja, also eine ist vielleicht sogar sehr bekannt, weil ich habe den berühmten Autocrasher, den habe ich analysiert, der ging durch Stern, Spiegel. Ein Kind, das in Hamburg übrigens aufgefallen ist durch über 100 Autodiebstähle und der als Jugendlicher. als Jugendlicher und der dann in einer dieser dem Diebstahl folgenden Fahrten mit seinem Freund einen Unfall gebaut ist, dann hat, wo der Freund zu Tode gekommen ist. Dadurch ist er sozusagen ein Thema in der öffentlichen Wahrnehmung geworden. Und über dessen Familiengeschichte habe ich geschrieben. Also. Kann man tatsächlich sagen, es gibt ein kleinstes gemeinsames Vielfaches bei diesen Fallstudien? Ja, es gibt die Bezogenheit, und so könnte man es nennen, nichts Geheimnisvolles, aber die notorische Bezogenheit der Kinder auf ihre Eltern. Man könnte auch es so formulieren, die notorische Suche der Kinder nach ihren Eltern. Selbst wenn die Eltern real anwesend sind, ist für ein Kind, das heranwächst, sind die Eltern eigentlich ein Riesenrätsel. Und das kann man könnte sagen, das ist das Gemeinsame bei, nehmen wir Max Weber als Beispiel, Ein Soziologe, der ein über berühmter 100 Jahre Soziologe. gelebt hat, Jeder kennt ihn auch in Wiesbaden, trotz Helmut Plessner ist er bekannt, weil alle Politiker in unserem Land ihn gerne zitieren mit Verantwortungsethik und so ist Gesinnungsethik, es. Na? Ja, also wenn man de dessen Geschichte nimmt, die eine unglaublich intensive und mit enormen Anregungen und intellektuellen Anregungen versehene Geschichte ist, dessen Identität ist eine, die sich ergibt aus einer spannungsreichen Beziehung zum Vater und zur Mutter. Und der Vater war ein lutherischer Protestant und die Mutter war eine kalvinistische Protestantin. Und aus dieser Kollision von zwei Versionen die Welt zu sehen, so will ich es mal sagen, kann man seine ganze Geschichte ableiten. Also, aber der macht sich als ein junger Mann nicht auf den Weg, jetzt will ich mal gucken, was meine Eltern sind, sondern das haben Sie ja gefragt, was ist sozusagen das Gemeinsame? Eine irgendwie bewusst oder unbewusst sich ereignende Suche nach dem Besonderen, nach dem großen Rätsel der Eltern. Bei kleinen Kindern könnte man sagen, sind sie eigentlich ständig mit der Frage beschäftigt, wie kommt es, dass ich einer von zweien bin? Und wenn man nur auch als Erwachsener einen Moment länger als normal drüber nachdenkt, kommt man sofort ins Grübeln. Tolle Frage. Nicht? Also wie, ich bin einer, ich bin eine Person und wie kommt das eigentlich, dass in mir irgendwie, irgendwo zwei sind? Also ganz elementar. Also da kann man sagen, das ist eine der Gemeinsamkeiten, die Aber jetzt könnte ich ja wiederum ins Grübeln kommen und überlegen, bei der Familiengeschichte, die Sie mitbringen, die Sie im Rucksack haben, der Vater in Georgien aufgewachsen, in Aserbaidschan geboren, durch viele, ich würde es glückliche Zufälle nennen, nach Deutschland gekommen, ein Muslim, lernt in einem katholischen Krankenhaus eine Protestantin kennen, So ist es. heiratet sie und wird in Lübecke glücklich. Wenn man da nicht auf der Suche nach den Eltern geht, beziehungsweise diese Energie in das Thema Familie steckt, da könnte doch, haben Sie das mal für sich auch so, oder liegt das für Sie offen klar, dass das vielleicht Also, ein Grund ist? ja, also wir haben ja eben in einem Nebensatz gehört, in 2 Wochen höre ich definitiv auf.
Ich höre mit der Lehre auf, das war meine große Passion. Also ich bin ein passionierter Lehrer. Und da hat Ihnen diese Videozeit jetzt wehgetan? Ja, die hat wirklich wehgetan. Ich habe heute 2 Seminare hinter mir. Jetzt gerade bin ich von 2 Seminaren gekommen. Und ich war aber vorher in der Präsenz, das jetzt kurz vor die Antwort geschoben. Und ich habe meinen Studenten gesagt, das habe ich auch gespürt, wenn man in der Präsenz sich kennenlernt, dann ist der Umstieg in Zoom nicht so schwer und nicht so schmerzhaft. Aber dennoch ist das eine Zumutung für alle Beteiligten. Und um zurück zu der Frage zu kommen, ich höre auf, aber ich steige ein in die literarische Prosa. Und es gibt nur ein Thema, das ist das Rätsel dieser Familie aus der Skala.